nicht nur digital unterwegs sind, sondern heute auch doch wirklich ein paar wenige Gäste zumindest live vor Ort haben und begrüßen natürlich auch diejenigen, die im Livestream jetzt uns von außerhalb irgendwo auch mit besuchen können. Natürlich freue ich mich ganz besonders, dass Philippe Toussaint jetzt heute wieder mal bei uns ist, heute mit seinem neuen Roman und gleich daraus lesen wird und auch im Gespräch ein bisschen was vertiefen wird. Neben Jean-Philippe Toussaint haben wir Heinz-Norbert Jobs, den Publizisten, Essayisten, der den Abend moderieren wird. Wir haben Frau Professor Hennigfeld von der Düsseldorfer Universität, die übersetzen wird, und Rudolf Müller, den Inhaber von Müller und Böhm, auch mein Mann, der den deutschen Text sprechen wird. Also ich denke, es wird ein schöner Abend. Ich freue mich sehr und ich würde jetzt um einen Applaus bitten für Herrn Toussaint, der jetzt auf die Bühne kommt. Würden Sie vielleicht kommen und sitzen Sie da? Ja, ne? Genau, prima. Und Norbert, du auch. Auch. Das Wichtigste vergessen, ne, dass natürlich die jetzt alle hier sind, über die ich mich so freue, die kenne ich natürlich auch persönlich, aber dass wir es live ausstrahlen können, verdanken wir eben auch der belgischen Botschaft in Brüssel. Und vielleicht dafür auch einen Applaus, dass wir das jetzt sozusagen aufgenommen haben. Vielen Dank. Ja. Je begrüße, je voudrais dire merci beaucoup que vous êtes venu ce soir. C'est un peu dangereux parce que vous êtes venu de Bruxelles, c'est la zone rouge. Et peut-être c'est un sujet aussi qui est intéressant si on parle de votre roman. Et je vais faire maintenant une introduction, mais en allemand parce que c'est un peu trop vite. Also, Sie haben es vielleicht verstanden, was ich gesagt habe, oder soll ich es übersetzen? Also ich freue mich natürlich, dass ich dieses Gespräch heute Abend moderieren darf. Und ich wollte eine kurze Einführung machen, um eigentlich eine sehr kurze, um zu wissen oder um zur Erfahrung zu bringen, wer Monsieur Toussaint ist. Jean-Philippe Toussaint wurde als Sohn eines Journalisten Yves Toussaint und der Buchhändlerin Monique Lanskoronski geboren. Ab 1971 lebte er in Paris. 1973 errang er in Cannes den Juniorenmeistertitel in Skrabel. Also ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich bin nicht wirklich auf die Einführung vorbereitet. Was ganz wichtig ist, dass die Romane, die er geschrieben hat, zum Teil von ihm selber verfilmt worden sind. Und der erste Roman, den er geschrieben hatte, der nicht veröffentlicht worden ist, den hat er an Alain Recrier, einem Vertreter des Nouveau Roman, geschickt. Und damit will ich es eigentlich belasten, nur der Hinweis auf den Nouveau Roman, darauf werde ich später eingehen. Und je voudrais dire, peut-être on commence avec la lecture, pour avoir une base de notre discussion. En français d'abord. Je peux lire là-bas ou je reste là? Alors je vais lire le début du roman. Un blanc, oui. Lorsque j'y repense, cela a commencé par un blanc. À l'automne, il y a eu un blanc de 48 heures dans mon emploi du temps. Entre mon départ de Roissy le 14 décembre en début d'après-midi et mon arrivée à Narita le 16 décembre à 17h15. On ne sait jamais tout de la vie de nos proches. Des pans entiers de leur existence ne nous sont pas accessibles. Il demeure toujours des zones d'ombre dans leur vie. Des blancs, des trous, des absences, des omissions. Même chez les personnes qu'on croit le mieux connaître, il subsiste des territoires inconnus. Mais chez nous-mêmes, n'est-on pas censé tout connaître de notre propre vie? Ne doit-on pas être tout le temps joignable par téléphone, par mail, par messenger? N'est-on pas tenu maintenant d'être localisable en permanence? N'est-il pas indispensable, quand on voyage, que nos proches sachent à tout moment où nous nous trouvons, dans quel pays,
Dans quelle ville? Dans quel hôtel? Ce qui m'est arrivé pendant ces 48 heures, où personne de ma famille, ni de mon environnement professionnel, ne savait où j'étais, n'était pas une de ces disparitions volontaires, comme il en survient plusieurs milliers chaque année en France. Ce n'était pas non plus une de ces amnésies passagères, un trou de mémoire, une éclipse fugitive de la conscience due à l'abus d'alcool, quand après une soirée trop arrosée, on ne se souvient plus au réveil des événements de la nuit, qui nous réapparaissent dans les vapeurs de notre mémoire embrumée, comme si les choses que nous avions vécues la nuit précédente, et parfois les plus voluptueuses, comme une aventure sexuelle éphémère, étaient advenues malgré nous et avaient par la suite été effacées de notre mémoire. Non, je n'ai souffert d'aucune amnésie de cette sorte pendant ces 48 heures. Au contraire, je me souviens de ces deux jours avec netteté et précision. Certaines images me reviennent même avec une clairvoyance hallucinatoire. Mais il y a ce blanc volontaire dans mon emploi du temps, cette parenthèse occulte que j'ai moi-même organisée en gommant toute trace de ma présence au monde, comme si j'avais disparu des radars, comme si je m'étais volatilisé en temps réel. Je n'étais, pendant 48 heures, officiellement, plus nulle part. Et personne n'a jamais su où je me trouvais. Eine Leerstelle. Ja, wenn ich dann zurückdenke, begann es mit einer Leerstelle. Im Winter gab es in meinem Zeitablauf zwischen meinem Abflug vom Flughafen Paris-Roissy am frühen Nachmittag des 14. Dezember und meiner Ankunft am 16. Dezember um 17.15 Uhr am Narita Airport eine Leerstelle von 48 Stunden. Wir wissen nie alles über das Leben uns nahestehender Personen. Ganze Momente ihres Daseins sind uns verborgen. Es bleiben immer Grauzonen in ihrem Leben, Leerstellen, Lücken, Auslassungen, Abwesenheiten. Selbst bei den Menschen, die man am besten zu kennen glaubt, gibt es unbekannte Territorien. Aber wie steht es mit uns selbst? Soll denn nicht eigentlich alles von unserem Leben bekannt sein? Sollten wir nicht ständig erreichbar sein, telefonisch, per Mail oder via Facebook-App? Sind wir heute nicht gehalten, ständig lokalisierbar zu sein? Ist es bei Reisen nicht unentbehrlich geworden, unsere Nächsten wissen zu lassen, wo wir uns gerade aufhalten? In welchem Land? In welcher Stadt? In welchem Hotel? Bei dem, was mir in diesen 48 Stunden passiert ist, in denen niemand aus meiner Familie oder aus meinem beruflichen Umfeld wusste, wo ich mich befand, handelte es sich nicht um eine jener vorsätzlichen Fluchten, wie sie in Frankreich jährlich tausendfach vorkommen. Es handelte sich auch nicht um eine dieser vorübergehenden Amnesien, eine Gedächtnislücke, ein flüchtiges Aussetzen des Erinnerungsvermögens, das einem übermäßigen Alkoholkonsum nach einem allzu feuchtfröhlichen Abend geschuldet wäre. Wenn man sich beim Aufwachen nicht mehr an die Ereignisse der Nacht erinnert, die in unserem vernebelten Hirn nur bruchstückhaft wieder auftauchen, als ob die Dinge, die wir in der vorangegangenen Nacht erlebt hatten, manchmal die lustvollsten, wie etwa ein schnelles sexuelles Abenteuer, gegen unseren Willen geschehen sind und im Nachhinein aus dem Gedächtnis gelöscht worden wären. Nein, unter einem solchen 48-stündigen Blackout hatte ich nicht zu leiden. Im Gegenteil, ich erinnere mich klar und deutlich an jene beiden Tage. Manche Bilder habe ich sogar in halluzinatorischer Klarheit wieder vor Augen. Aber die Leerstelle ist da. Diese vorsätzlich gefasste Leerstelle in meinem Zeitplan, diese geheime Parenthese, von mir selbst organisiert, indem ich jede Spur meines Daseins auf der Welt ausradiert habe, als sei ich vom Radar verschwunden, als hätte ich mich buchstäblich in Luft aufgelöst. Von Amts wegen war ich 48 Stunden lang nirgendwo. Und nie hat jemand erfahren, wo ich mich aufhielt. Bei der Europäischen Kommission, für die ich arbeite, vermutete man mich in Japan. Auch meine Familie dachte, ich sei in Tokio. Meine Teilnahme an dem internationalen Kolloquium Blockchain and Bitcoin Prospects war schon lange geplant.
Ich war als europäischer Experte eingeladen, am zweiten Tag des Kolloquiums im Tokyo International Forum einen Vortrag zu halten. Professor Nakashima von der Universität Todai hatte meine Reise organisiert und das Programm für mich ausgearbeitet, mir neben meinem Vortrag beim Kolloquium einen weiteren Vortrag an seiner Universität beschafft. Seit einigen Jahren setzte ich mich im Rahmen meiner Tätigkeit für die gemeinsame Forschungsstelle für wissenschaftliche Beratung in Brüssel, vor allem mit der Blockchain-Technologie, auseinander. Ich arbeitete schon lange auf dem Gebiet der strategischen Zukunftsforschung. Zunächst für das Centre d'études et de prospective stratégique in Paris, jetzt für die Europäische Kommission. Seit mehr als 20 Jahren schon beschäftigte ich mich mit der Zukunft. Und in diesen 20 Jahren nur Missverständnisse. Wie oft hatte ich richtigstellen müssen, dass die Zukunftsforschung, soweit sie ihren Gegenstand vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, nichts mit Wahrsagerei zu tun hat. Wie oft wurde ich bei Abendessen in der Stadt, in Paris oder in Brüssel, gefragt, wo ich der Spezialist für Fragen der Zukunft sei, was diese für uns bereithielt. Bestenfalls bezog sich die Frage, Himmel sei Dank, nicht auf die Zukunft als solche, das ist, ich weiß es aus Erfahrung, ein weites Feld, sondern auf den einen oder anderen speziellen Aspekt, die Umwelt oder die Geopolitik, also die Erwärmung der Erde oder die Entwicklung der syrischen Frage. Ich löste mit meinen Antworten in aller Regel nur Enttäuschung und stille Missbilligung aus, ja sogar kaum verhohlenes Misstrauen, weil ich im Bewusstsein meiner eng gefassten wissenschaftlichen Vorgehensweise antwortete, nichts darüber wissen zu können. Dem einverständlichen Schmunzeln, dem Austauschen verstohlener Blicke und den amüsierten Gesichtern, die ich am Tisch wahrnehmen konnte, setzte ich nichts entgegen. Ich versuchte weder mich zu erklären, noch weniger zu überzeugen. Allenfalls machte ich das Eingeständnis, dass zuweilen die Intuition mir zu Hilfe käme. Ich forschte über die Zukunft. Ja, wie großartig. Selbst meine Kollegen in der Europäischen Kommission hatten gemeinhin keine Ahnung, worum es dabei ging. Nicht selten kam es vor, dass der ein oder andere Generaldirektor mich wegen der rätselhaften Abteilung, die ich leitete, in meinem Büro besuchte, um mich zu fragen, was es denn genau mit der Zukunftsforschung auf sich habe, um dann wie nebenbei hinzuzufügen, denn das war oft der eigentliche Grund des Besuchs, und wie könnte mir das von Nutzen sein? Und jedes Mal nahm ich mir die Zeit, gebetsmühlenartig zu erklären, was Zukunftsforschung nicht bedeutete. Ich begann, sie negativ zu definieren. Denn was die Zukunftsforschung nicht war, das wusste ich zu Genüge. Aber zu wissen, was sie war, alors, c'est un peu compliqué de parler de votre roman et je veux essayer de commencer avec une question. Vous commencez ce roman-là avec un bombardement d'informations, ne pas dans ce extrait-là, mais après avec un bombardement d'informations sur la nouvelle technologie qui s'appelle blockchain. Et cette très difficile pour quelqu'un qui connaît pas, qui n'a pas ce savoir-là. Et je me posais la question, pourquoi vous avez commencé ce roman-là avec cet bombardement d'informations? Die Frage lautet, warum bombardieren Sie den Leser eigentlich mit so vielen Infos am Beginn des Romans? Alors, il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est que je crois que j'ai décidé de situer un roman à Bruxelles. Bruxelles, qui est ma ville, dont je n'avais encore jamais parlé dans mes livres. J'ai eu envie d'en parler. Et évidemment, Bruxelles est aussi connue comme la capitale symbolique de l'Union européenne. Donc j'ai eu envie de faire un roman qui se passerait dans le milieu de la Commission européenne.
Also er wollte gerne einen Roman in Brüssel situieren. Brüssel ist die Stadt, aus der er stammt, und er hat noch nie in seinen Roman über Brüssel geschrieben. Das wollte er jetzt ändern, und an Brüssel interessiert ihn natürlich auch, dass es die symbolische Hauptstadt der EU ist. Alors avant d'en arriver au bombardement, un mot sur la prospective. J'ai fait du narrateur un spécialiste de la prospective. J'ignorais ce que c'était jusqu'à très tard dans ma vie. C'est un peu par hasard que j'ai été invité à un congrès de prospective près de Londres, exactement en 2015. Et j'ai découvert un univers fascinant de ces gens qui travaillent, dont l'objet du travail sérieux et quotidien est le futur et l'avenir. Ein weiterer Aspekt war die Zukunftsforschung. Er ist zu einem recht kuriosen Kongress in London eingeladen worden, 2015, wo sich eben Leute getroffen haben, die sich mit der Zukunft und mit der Erforschung der Zukunft beschäftigen. Und da hat er ein für ihn völlig neues und faszinierendes Territorium entdeckt. Ça me semblait très romanesque de faire du personnage un spécialiste de l'avenir. Et je dirais... Je dirais même, je ferai une parenthèse là, je distingue l'avenir public, l'avenir de la société, l'avenir du monde et l'avenir privé. Et mon idée de romancier, c'est de dire que le narrateur a des outils appropriés pour appréhender, prévoir éventuellement l'avenir public, mais dans son avenir privé, dans sa vie privée, il est complètement démuni. Ça, c'est l'idée romanesque de départ. J'en viens au bombardement, j'oublie pas le bombardement, je vais vous répondre. Also zu der Bombardierungsfrage kommt er gleich noch, aber ein weiterer Punkt, der ihn fasziniert hat, war eben, als er auf diesem Kolloquium war, er fand, das ist ein super gut geeignetes Thema für einen Roman, und er wollte seinen Protagonisten eben in diesem Setting ansiedeln, dass der Zukunftsforscher ist, und ihn interessiert eben diese öffentliche und private Dimension von Zukunft oder Zukunftsforschung. Und er fand das spannend, einen Protagonisten zu entwickeln, der Werkzeuge an der Hand hat, um das, was die Zukunft der Öffentlichkeit werden wird, zu bestimmen, zu erforschen, der aber gleichzeitig ohne jedes Mittel dasteht, was über seine eigene Zukunft zu wissen, über seine private Zukunft. Alors pour aborder ces questions difficiles, compliquées, auxquelles je ne connaissais rien, j'ai fait un certain nombre d'entretiens préparatoires, j'ai rencontré des prospectivistes, et même un qui occupe exactement les mêmes fonctions que le narrateur, et je lui ai demandé, mais vous travaillez sur quoi ? L'avenir, c'est très vaste, vous travaillez sur quoi ? Et il m'a donné un certain nombre d'exemples, ça pouvait être l'avenir de l'alimentation, l'avenir de l'OTAN, je me disais, ça ne va pas m'intéresser, ça, comme romancier, et puis est venu, dans les sujets qu'il travaillait vraiment, l'avenir des nouvelles technologies. On est presque au bombardement. So, jetzt ist er bald bei der Bombardierungsfrage angelangt. Er nähert sich unaufhaltsam. Er hat sich mit diesen Zukunftsforschern getroffen und hat die gefragt, Leute, was macht ihr denn eigentlich? Und dann haben die ihm erzählt, ja, sie erforschen die Zukunft der Nahrung, sie erforschen die Zukunft der UNO. Das schien ihm jetzt alles nicht so ein super interessantes Romanthema zu sein. Und dann haben die ihm verraten, was sie eigentlich machen. Sie erforschen nämlich neue Technologien. Und das schien ihm ein gutes Sujet zu sein für den Roman. So, und jetzt nähern wir uns der Bombardierungsfrage. Encore, presse. J'ai entendu les mots Blockchain, ordinateur quantique, nouvelles technologies, je me suis dit oui, ça m'intéresse, je n'y connais rien, mais ça m'intéresse et il faut que je découvre. Et donc, en réalité, du jour où j'ai entendu parler de la blockchain, je pense que j'avais déjà entendu parler vaguement, mais je me suis dit tiens, voilà quelque chose d'intéressant, il faut que je me renseigne là-dessus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup, moi-même, je me suis bombardé d'abord tout seul d'informations. Et j'ai essayé de comprendre de quoi il s'agissait, quelle était cette technologie nouvelle. Et donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et voilà, je vous laisse traduire ça. Also im Gespräch mit diesen Experten hat er viele neue Vokabeln kennengelernt, die er noch nicht kannte oder unter denen er sich nicht genau was vorstellen konnte, Blockchain, Quantencomputer und so weiter. Und dann hat er sich erstmal selber mit Informationen bombardiert und sich richtig viel Sachen angelesen, was damit eigentlich gemeint ist. Also er hat richtig so eine
wissenschaftliche Weiterbildung gemacht in diesem Bereich. Alors comme romancier, commençant ce roman, je me suis trouvé avec deux priorités. La première priorité, c'était d'être documenté, de faire un arrière-plan véridique, sérieux. Si je parlais de la blockchain, il fallait que je sache moi au moins ce que c'était et que je le partage. Et deuxième objectif parallèle, d'être romanesque. Parce que si je n'étais que sérieux et documenté, si je ne parlais que de blockchain et si je bombardais en effet le lecteur d'informations, si je bombardais le lecteur d'informations sur la communauté européenne, moi tout ce que j'avais appris, etc., il fallait que ce soit simplement un arrière-plan. Mais il fallait aussi que j'introduise du romanesque, et je crois que assez vite dans le roman, j'introduis le romanesque avec deux personnages de lobbyistes qui vont venir aborder le narrateur. Also er hatte vor allen Dingen zwei Ziele mit diesem Projekt. Er wollte einerseits, dass das gut informiert sein sollte und glaubwürdig sein sollte, das mit den neuen Technologien, also dass das wirklich zuverlässige Informationen sind. Aber ein weiteres Ziel war natürlich, dass es ein guter Roman werden sollte, dass man das auch lesen können sollte. Und so hat er versucht, in dieses glaubwürdiges Setting der Zukunftsforschung gewisse romanhafte Züge reinzubringen. Und dafür hat er zwei Figuren eingestreut, sozusagen, nämlich zwei Lobbyisten, die in Brüssel rumlaufen und die eines Tages den Erzähler zu beeinflussen versuchen und ihm ein Angebot machen. Voilà une longue réponse à votre première question. Peut-être oui. La prochaine fois, je répondrai par oui ou par non, peut-être. Non, non. Also, falls die Antwort zu lang war, antwortet er auf die nächste Frage. C'est bien, c'est bien pour moi, parce que je dois pas lire ici. Alors, maintenant, ce roman-là commence à. Il y a un début très mystérieux. Vous parlez de 48 heures. Et ce roman-là, je crois, c'est une fiction et en même temps une autofiction. Votre père était mort, je crois, dites-moi, je crois, 5 ans avant, vous avez écrit ce roman-là. Et ce roman, il y a deux histoires, une histoire collective, aussi sur le conflit entre l'Europe et la Chine, sur la terrain des nouvelles technologies. Et en même temps, il a cette histoire de protagoniste qui parle dans la première, comment dire, dans la première personne. Et cette personne-là n'est pas déjà vous, mais j'ai l'impression que vous travaillez sur votre propre histoire dans une fiction d'une personne qui est parallèle à vous. Je vous laisse traduire la question. Also die Frage lautet, der Anfang ist ja sehr mysteriös und es ist eine Mischung, so die Hypothese, aus Fiktion und Autofiktion, also autobiografischem Anteil. Und die Frage lautet, 2013 ist der Vater von Jean-Philippe Toussaint gestorben, ob das nicht eine Aufarbeitung aus seiner eigenen Biografie ist, die dann vermischt wird mit dem Technikstreit zwischen Europa und China um die Vorherrschaft der neuen Technologien. Oui, alors dans le roman, il y a naturellement pour le narrateur des affaires publiques liées à sa profession et des affaires privées liées à son mariage qui bat de l'aile, à son père qui est malade. Mais ça, c'est comme dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a la profession et il y a l'aspect privé. Il est certain que dans le roman, comme romancier, le côté privé de l'histoire du narrateur est dans l'ombre pendant les trois quarts du roman. Mais d'un coup, à la fin du roman, l'aspect privé va rentrer dans la lumière et ça sera la seule chose qui compte. Toute l'histoire qui était racontée, plus rien ne va être important pour le narrateur, tellement ce qu'il va apprendre, l'événement privé qu'il va vivre, va le bouleverser et faire disparaître tout ce qu'il vivait
dans sa vie professionnelle. Also dieser Erzähler, der ist natürlich zugleich eine öffentliche und eine private Person, wie jeder von uns. Und seinem öffentlichen Leben, das heißt seinem Job, misst er zunächst sehr viel mehr Bedeutung bei. Und lange Strecken des Romans über ist das private Leben so ein bisschen im Schatten. Es wird angedeutet, dass er sich scheiden lässt. Es wird angedeutet, dass der Vater krank ist. Aber diese private Existenz, die tritt eigentlich erst gegen Ende des Romans aus dem Schatten heraus. Und es stellt sich dann raus, dass das das eigentliche Leben ist, was zählt, und nicht das berufliche Leben, das der Erzähler vorher für so enorm wichtig gehalten hat. Peut-être encore un mot sur le père. Vous avez parlé de mon propre père, qui en effet qui est mort en 2013, et je pense que la date de sa mort a été importante dans la genèse de ce livre. C'est-à-dire que j'ai décidé de parler de Bruxelles, qui n'était pas présent dans mes livres, justement après la mort de mon père, et de choisir aussi un sujet plus politique, un sujet plus d'affaires publiques. Qui étaient les choses dont il s'occupait lui-même. Lui-même était journaliste et avait cet intérêt pour les choses publiques, pour l'Europe, pour la politique. Et je dirais même une troisième chose, c'est la première fois avec ce roman-là, c'est la même chose avec le roman qui vient de paraître en France qui s'appelle Les Émotions, où j'ai autant fait d'entretiens préparatoires, où je me suis autant documenté en amont, où j'ai lu beaucoup de documentation, où j'ai rencontré des gens, et c'est un travail qui ressemble beaucoup au travail que faisait mon père comme journaliste. Donc d'une certaine façon, je pense que c'est assez, j'ai assez conscience qu'il y a là, je dirais, quelque chose comme une œuvre de filiation, un livre qui s'inscrit dans un prolongement de la vie de mon père. Also der Vater oder der Tod des Vaters steht in der Tat in gewisser Weise am Anfang dieses Buchprojekts, und mit dem Tod des Vaters tritt auch eben Brüssel als Thema dann in den Vordergrund, und Brüssel eben als politisches Thema, als Stadt der EU. Und sein Vater war Journalist und hat eben sich auch sehr viel informiert über politische Vorgänge, über die EU. Und in diesem Roman, wie auch in seinem neuen Roman Les Émotions, der noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, hat er sehr viele vorbereitende Interviews geführt, hat sich sehr viel Wissen angelesen, und er hat so ein bisschen den Eindruck, dass er in gewisser Weise die Arbeit seines Vaters, der eben als Journalist auch so gearbeitet hat, sehr viel gelesen hat, sehr viele Interviews geführt hat, dass er diese Arbeit in gewisser Weise fortführt, also dass ja, dass diese beiden letzten Romane von der Vorbereitung eben in gewisser Weise die Arbeit, die tägliche Arbeit des Vaters imitieren. Une autre question. Pour lire un mot de Jean-Paul Sartre de son œuvre Lettres des Néons, La trois dimensions du temps. J'ai l'impression que votre roman s'occupe de trois dimensions du temps. Comme narrateur, vous racontez l'histoire d'une personne dans la première personne, et en même temps, cette personne de vous racontez, c'est une personne qui est un spécialiste de la stratégie l'avenir. Et en même temps, vous racontez cette histoire, c'est-à-dire la présente de cette personne qui est vraiment très mystérieuse. Et pour moi, c'est intéressant parce que vous bougez entre le nouveau roman et en même temps le roman psychanalytique. Also die Frage lautet, ob er schwankt zwischen dem Nouveau Roman und dem psychoanalytischen Roman. Die Frage begann mit einem Hinweis auf Sartres Schrift »Das Sein und das Nichts«, wo es um drei verschiedene Zeitformen geht, und die Frage lautet, ob es eben auch bei Jean-Philippe Toussaint diese drei Zeiten gibt, also den Erzählern der ersten Person, seine Zukunftsforschung und noch eine dritte Dimension. Also der Romancier erzählt die Geschichte seines Protagonisten, das heißt, er beschäftigt sich mit der Geschichte, mit der Vergangenheit.
Die Figur selber ist ein Spezialist der Zukunft, ist also mit der Zukunft verbunden. Und die Gegenwart wird erzählt als eine, die sehr mysteriös ist, die undurchschaubar ist. En réalité, l'activité professionnelle du narrateur est tournée vers l'avenir. On a, ce qui est assez rare dans un roman qui n'est pas un roman de science-fiction, comme ligne d'horizon, l'avenir. Tout au long du roman, on a les yeux tournés vers l'avenir. Et en fait, comme romancier, ce que j'ai construit, la mécanique romanesque que j'ai construite, c'est que pendant les trois quarts du roman, on se dirige vers l'avenir, on a les yeux tournés vers l'avenir, et que d'un coup, le passé va revenir brutalement au premier plan. Et que toute la fin du livre, en fait, c'est une évocation du passé, de mon passé, parce que la fin du livre est très autobiographique, et une sorte d'émergence d'une géographie privée et intime de Bruxelles, Bruxelles de mon enfance, qui va apparaître, et le personnage va se promener dans Bruxelles, et c'est le passé qui va surgir. Et ça, je trouve que comme romancier, c'est intéressant qu'il y ait ce brusque renversement de position. Also er fand es interessant, eben diesen Protagonisten zu entwickeln, dessen ganzes Leben auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und das gibt es nicht so oft im Roman, dass man sich so viel mit der Zukunft beschäftigt, außer in Science-Fiction-Romanen. Und er fand es eben spannend, drei Viertel des Romans auf die Zukunft auszurichten. Und dann gibt es einen wirklich brutalen Einbruch des Vergangenen oder der Vergangenheit in das Leben des Protagonisten. Und das hat auch biografische Züge und das fand er eben ein sehr spannendes Thema, dieser plötzliche Einbruch der Erinnerung der Kindheit, der Erinnerung an die Kindheit in Brüssel und dieser wirklich abrupte Umschwung von Zukunftsgerichtetheit zu Einbruch der Vergangenheit in das Leben des Protagonisten. Je voudrais dire un mot aussi de l'autre partie de votre question. Vous avez dit que le livre, il y avait à la fois le nouveau roman et la psychanalyse. Sur le nouveau roman, c'est vrai que ça fait 30 ans ou même plus de 30 ans que mes livres sont publiés aux éditions de Minuit. Et qu'il y a toujours cette exigence littéraire, et je sais d'où je viens, c'est-à-dire que des auteurs du nouveau roman m'ont nourri, mais il y a peut-être quelque chose de nouveau dans ce livre-ci, quelque chose qui n'était pas présent, et qui peut être vu de façon intéressante et fructueuse du point de vue de la psychanalyse, et évidemment, la présence du père, la forte présence du père, est évidemment intéressante d'un point de vue psychanalytique. Mais il y a même d'autres moments, j'ai eu quelques échos de lectures faites par des psychanalystes, qui m'ont dit que certaines scènes avaient justement une résonance, une force psychanalytique tout à fait étonnante, et en particulier une scène qui est le vol d'un ordinateur dans les toilettes d'un hôtel. Also zu der Frage Nouveau Roman, psychoanalytischer Roman, sagt er, er veröffentlicht seit 30 Jahren bei Minuit. Das ist in Frankreich der Verlag, bei dem sämtliche Vertreter des Nouveau Roman auch veröffentlicht haben. Insofern weiß er natürlich, wo er herkommt, das kann er nicht leugnen. Aber neu ist in diesem Roman in der Tat diese psychoanalytische Dimension, wenn man das so nennen will. Und natürlich der Vater, das ist ein psychoanalytisches Thema, die Präsenz des Vaters. Und Psychoanalytiker, die seinen Roman gelesen haben, haben ihm gesagt, dass in der Tat für sie dieser Roman eine sehr große psychoanalytische Kraft besitzt, besonders in der Szene, wo dem Protagonisten, der gerade auf der Toilette sitzt und zu seinen Füßen das Laptop, das MacBook abgestellt hat, wo dem unter der Toilettentür hindurch von einer mysteriösen Hand das Laptop geklaut wird. Nous allons lire cet extrait et en fait ce qui avait beaucoup frappé les psychanalystes, ou en tout cas un psychanalyste, c'était la présence de la main. Alors n'oubliez pas la main quand je vais le dire bientôt. Ja, wir werden...
Wir werden diesen Ausschnitt auch lesen. Das ist eine sehr starke Szene in dem Roman. Und er sagt, achten Sie nochmal auf die Hand in dieser Stelle. Das hat ihm ein Psychoanalytiker gesagt. Das wäre sozusagen psychoanalytisch das stärkste Element, die Präsenz dieser Hand, die sich da unter der Toilettentür durchschiebt. Je lis donc l'extrait dont nous venons de parler. Le lendemain, je me réveillais un peu après 7 heures, les lèvres sèches, les paupières gonflées, l'une d'elles entravée, encroûtée, que je n'arrivais pas à ouvrir. J'avais mal dormi, je m'étais réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Encore engourdi, les pieds nus, en pyjama, j'allais m'asseoir au bureau de ma chambre d'hôtel et j'essayais de me connecter à Internet. Mais la connexion était d'une lenteur exaspérante et je renonçais. Je m'habillais, allais prendre le petit déjeuner au premier étage de l'hôtel. Avant de remonter dans ma chambre, je passais à la réception, me renseignais au sujet de l'accès à Internet, et la réceptionniste me confirma que la connexion était très mauvaise dans les étages, mais qu'il y avait du Wi-Fi dans le hall. Je retournais chercher mon MacBook Air dans ma chambre, et je cherchais un endroit où m'installer dans le hall pour consulter mes mails. Cela faisait 2 jours que j'avais quitté Bruxelles, et je n'avais pas encore eu l'occasion de relever mes messages. L'hôtel était très animé ce matin. C'était un de ces hôtels chinois, non pas luxueux mais fonctionnel, avec des lustres clinquants au plafond et un lobby en faux marbre extrêmement spacieux, que des visiteurs traversaient en tous sens. Certains sortaient de l'ascenseur et se rendaient à la réception, d'autres entraient par les portes à tambour, tandis qu'un groupe de touristes chinois sur le départ ou qui venaient d'arriver patientait au milieu du hall, devant un monticule de bagages qui avait été balisé de piquets de mise à distance. Tous les sièges étaient occupés dans le hall, les rares canapés avaient été pris d'assaut, où des gens désœuvrés attendaient devant des sacs et des valises, bercés par la musique sirupeuse de Jingle Bells qui tournait en boucle dans les haut-parleurs. Je m'étais isolé autant que faire se peut, debout dans le hall, le dos en appui contre un pilier. Mon ordinateur en équilibre dans une main, j'avais réussi à me connecter à Internet. Mais comme je ne disposais pas de réseau privé virtuel pour contourner la censure, il me fut impossible d'accéder à ma messagerie électronique. Appuyé à la colonne, mon MacBook Air à la main, je me servais du moteur chinois Baidu pour faire des recherches, agacé par la mélodie de Jingle Bells que ne cessait de diffuser un haut-parleur au-dessus de ma tête. À un moment, je dus me rendre aux toilettes, et je crus que j'échapperais à la glue guillerette de Jingle Bells, mais la musique me poursuivit jusque dans les toilettes. Quasiment tous les urinoirs étaient occupés dans le vaste local sanitaire. En face d'un grand miroir mural se trouvait une rangée d'une dizaine de cabines individuelles. Un type finissait de s'égoutter les doigts au-dessus du lavabo, un autre se passait les mains sous un séchoir électrique. J'avais mon ordinateur à la main et je renonçais aux pissotières, préférant m'épargner d'inutiles contorsions pour déboutonner mon pantalon. Je trouvai refuge dans une cabine individuelle et je rabattis le loquet. Je posai mon ordinateur par terre et défis mon pantalon, m'assis sur la cuvette. Je ressentis aussitôt un sentiment de silence et de calme, comme je n'en avais plus éprouvé depuis longtemps. À l'abri dans ce lieu clos, je ne bougeais plus. Je ne faisais absolument rien. Je savourais l'instant présent. Je continuais d'entendre les bruits du monde au loin, de l'autre côté de la cloison, les écoulements d'eau, quelques notes étouffées de Jingle Bells. Je ne m'étais pas retiré dans cette cabine depuis 2 minutes que les battements de mon cœur s'accélérèrent de façon vertigineuse. Je fus saisi d'effroi. Une main apparut devant moi sous la porte. Une main abstraite, sortie de tout contexte, qui entra dans mon champ de vision à la hauteur de mes pieds, une main autonome, isolée, qui s'agita un instant dans le vide et qui se mit à scruter l'air, à le fouiller, rapide, précise, millimétrée, qui toucha mes chaussures, dont elle tâta fugitivement l'empeigne avant de poursuivre sa route et de rencontrer mon ordinateur, qu'elle se mit à palper sur le carrelage. Et moi, pétrifié, cloué sur place, incapable de bouger, je vis alors la main refermer le couvercle de mon MacBook Air et le glisser prestement sous la cloison, pour s'en emparer. Cela n'avait pas duré 10 secondes. Je ne réagis pas sur le champ,
Je restais un instant paralysé, assis sur la cuvette, interdit, incapable de réagir. Mais d'un coup, je me ressaisis, je me relevais en remontant mon pantalon, et sans même me boutonner ni serrer ma ceinture, je soulevais le loquet du verrou et me jetais dehors. La première chose que je vis fugitivement dans le grand miroir mural qui me faisait face, c'est ma propre silhouette débraillée, affolée, désorientée, les mains encore occupées, en haut du pantalon à remonter ma braguette. Poursuivant ma route en bousculant deux personnes devant la porte qui entraient dans les toilettes, je pensais pouvoir encore rattraper le fugitif. J'étais sur sa trace, j'étais dans son sillage. Il ne pouvait pas avoir pris tellement d'avance sur moi. Si je l'apercevais au loin, je pourrais encore reconnaître mon ordinateur dans ses mains et fondre sur lui pour le récupérer. Débouchant à grands pas dans le hall, encore agité, bouleversé, le regard perdu à l'affût, scrutateur, qui allait du comptoir de réception à la cabine d'ascenseur ouverte au rez-de-chaussée, j'inspectais rapidement tous les visages du regard. Je tournai la tête vers l'entrée de l'hôtel et vis un homme de dos, une silhouette qui me parut suspecte, qui était en train de passer la porte à tambour. Je voyais l'ombre de dos qui s'éloignait dans la rue et je me ruais à sa poursuite. Je passais moi aussi la porte à tambour, je poussais le verre de la main pour faire tourner la porte plus vite, mais dans mon impatience, je bloquais le mécanisme qui s'arrêta un instant avant de repartir, ce qui me retarda d'autant, et quand je débouchais dans la rue, au grand air, dans le froid piquant du matin, je vis l'homme, la silhouette, qui montait dans un taxi et disparaissait. Am nächsten Morgen wachte ich kurz nach 7 auf. Meine Lippen waren trocken und meine Augenlider geschwollen. Eines konnte ich kaum öffnen, so verklebt war es. Ich hatte schlecht geschlafen, war mehrfach in der Nacht aufgewacht. Mit einem noch halbtauben Körper und barfuß setzte ich mich im Pyjama an den Schreibtisch meines Hotelzimmers und versuchte, ins Internet zu kommen. Aber die Verbindung war von einer nervtötenden Langsamkeit und ich gab auf. Ich zog mich an und ging in die erste Etage, um zu frühstücken. Bevor ich wieder in mein Zimmer zurückging, erkundigte ich mich in der Rezeption über die Internetverbindung des Hotels. Und die Dame an der Rezeption bestätigte mir, die Verbindung auf den Etagen sei sehr schlecht, aber das WLAN in der Hotelhalle würde gut funktionieren. Ich holte also mein MacBook Air aus dem Zimmer und versuchte mir einen Platz in der Halle, wo ich mich hinsetzen und meine Mails lesen konnte. Vor 2 Tagen war ich in Brüssel aufgebrochen und hatte seither noch keine Gelegenheit gehabt, meine Mails abzurufen. Das Hotel war an diesem Morgen sehr belebt. Es war eines dieser chinesischen Hotels, die nicht in die obere Luxuskategorie fielen, aber funktional waren, mit protzigen Kronleuchtern an der Decke und einem riesigen Foyer aus falschem Marmor, das Besucher in alle Richtungen durchquerten. Manche kamen aus den Aufzügen und gingen zur Rezeption, andere traten durch die Drehtür. In der Mitte der Hotelhalle wartete eine Gruppe chinesischer Touristen, gerade angekommen oder kurz vor der Abreise, neben einem kleinen Berg aus Gepäckstücken, der auf Pflöcken gespannte Absperrblätter gesichert war. Alle Sitzgelegenheiten in der Halle waren vergeben, die wenigen Sofas im Sturm genommen. Andere Leute warteten untätig vor ihren Taschen und Koffern, gewiegt von dem schmalzigen Singsang eines Jingle Bells, der in Endlosschleife aus Lautsprechern kam. Ich hatte mich, soweit das möglich war, etwas entfernt von dem Trubel in der Halle mit dem Rücken an einen Pfeiler gelehnt, balancierte meinen Computer in der einen Hand. Schließlich war es mir gelungen, mich mit dem Internet zu verbinden. Aber weil mir kein privates Netzwerk zur Verfügung stand, mit dem ich Zensur hätte umgehen können, war es mir nicht möglich, in mein Konto zu kommen. An dem Pfeiler gelehnt, mein MacBook Air in der Hand, versuchte ich es mit der chinesischen Suchmaschine Baidu, gereizt durch die Jingle Bells Melodie, die sich unaufhörlich aus einem Lautsprecher über meinen Kopf ausschüttete. Irgendwann musste ich zu den Toiletten und glaubte schon, der klebrigen Munterkeit des Jingle Bells entflohen zu sein, aber die Musik verfolgte mich bis in die Toiletten hinein. So gut wie alle Pissoirs des riesigen Sanitärraums waren belegt. Einem großen Wandspiegel gegenüber befand sich eine Reihe von etwa einem Dutzend Kabinen. Ein Typ ließ seine Hände über den Waschbecken abtropfen, ein anderer hielt sie unter einen elektrischen Trockner. Ich hielt meinen Computer in der Hand und entschied mich gegen ein Urinal,
was mir unnötige Verrenkungen beim Aufknöpfen meiner Hose ersparte. Ich fand Unterschlupf in einer der Kabinen und legte den Riegel herunter. Ich stellte meinen Computer auf den Boden, zog meine Hose herunter und setzte mich auf die Kloschüssel. Sogleich empfand ich ein Gefühl des Friedens und der Ruhe, wie ich es seit längerem nicht mehr erlebt hatte. Im Schutz dieses abgeschlossenen Orts blieb ich still sitzen. Ich tat absolut nichts. Ich genoss den Moment im Jetzt. Aus der Ferne, von der anderen Seite der Trennwand, hörte ich weiter den Lärm der Welt. Wasserspülungen, einige gedämpfte Takte von Jingle Bells. Ich hatte mich noch keine 2 Minuten in diese Kabine zurückgezogen, als mein Herzschlag sich schlagartig beschleunigte. Ich geriet in Panik. Vor mir unter der Tür tauchte eine Hand auf. Eine völlig unwirkliche, aus jedem Zusammenhang gerissene Hand, die in Höhe meiner Füße in mein Gesichtsfeld geriet. Eine selbstständig agierende, abgetrennte Hand, die sich einen Augenblick im Leeren hin und her bewegte, das Terrain sondierte, schnell, präzise, millimetergenau, dann meine Schuhe berührte, flüchtig über das Oberleder strich, bevor sie ihren Weg fortsetzte und auf meinen Computer stieß, den sie abzutasten begann. Ich blieb wie erstarrt sitzen, festgenagelt auf meinem Platz, völlig unfähig zu einer Bewegung und sah zu, wie die Hand den Deckel meines MacBook Air zuklappte und das Gerät rasch unter die Trennwand zog und an sich brachte. Das hatte keine 10 Sekunden gedauert und ich war wie versteinert, blieb einen Augenblick wie paralysiert und sprachlos auf meiner Kloschüssel sitzen, unfähig zu reagieren. Aber dann riss ich mich zusammen, sprang auf, zog meine Hose hoch und, ohne sie auch nur zuzuknöpfen oder den Gürtel zu schließen, entriegelte ich die Kabinentür und warf mich nach draußen. Das Erste, was ich flüchtig in dem großen Wandspiegel mir gegenüber wahrnahm, war meine eigene konfuse und verwirrte Gestalt. Die Hände oben an der Hose noch damit beschäftigt, den Reißverschluss hochzuziehen. Ich rannte los, stieß vor der Tür 2 Personen zusammen, die in die Toilette wollten, hoffte, den Flüchtigen noch zu erwischen. Ich war ihm auf den Fersen, dicht hinter ihm, er konnte keinen großen Vorsprung vor mir haben. Aber auch wenn ich ihn aus einiger Entfernung blicken würde, ich würde ihn noch an meinem Computer in seinen Händen erkennen und mich auf ihn stürzen, um ihn mir zurückzuholen. Mit großen Schritten erreichte ich die Hotelhalle in heller Aufregung, erschüttert, ließ ich den Blick planlos von der Rezeption zu der offenen Aufzugskabine schweifen, inspizierte rasch die Gesichter. Ich wandte den Kopf in Richtung des Eingangs, sah dort von hinten einen Mann, eine Gestalt, die mir verdächtig vorkam und die gerade durch die Drehtür ging. Ich sah den Schatten des Rückens sich auf der Straße entfernen und stürzte auf den Ausgang zu, ging durch die Drehtür und presste fest mit der Hand gegen das Glas der Tür, damit ich schneller vorankam. Aber in meiner Ungeduld blockierte ich den Mechanismus, der für einen Moment aussetzte. Bevor er sich wieder in Gang setzte, was mich aufhielt, und als ich endlich in der klirrenden Morgenkälte auf der Straße stand, konnte ich nur noch zusehen, wie der Mann in ein Taxi stieg und mit ihm verschwand. Maintenant, j'ai une question un peu compliquée pour moi de l'exprimer. Après le vol de l'honneur, il y a il voit Jean, comment dire, le nom c'est un peu compliqué, Stavropoulos, comment vous prononcez le nom? Stavropoulos, oui. Mais c'est... Oui. Et très quoi après le vol, et il croit que peut-être c'était passé sur l'intervention de Jean Stavropoulos. Et maintenant, retour à la question à propos de nouveau roman. Le nouveau roman, c'est une direction de littérature représenté par Michel Buteur, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sorot, etc., qui a refusé de faire une interprétation. Et ce protagoniste réagit très neurotique et il croit tout de suite que ce vol de l'ordinateur était passé sur l'intervention de Jean. C'est-à-dire, il réagit comme quelqu'un qui fait toujours des interprétations de ce qu'il passe. Et il fait ce dépendant plus que ses interprétations de ces événements.
C'est ma question est claire? Je vais répondre sur l'interprétation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais répondre sur... Vous voulez traduire? Oui. En réalité, je pense que c'est quelque chose que j'ai très souvent fait dans mes livres. Le narrateur est en position de lire le monde qui lui semble difficile à comprendre et presque illisible. Et il essaye de voir des signes et ça passe très souvent par le visible. Donc je crois que cette position de mes narrateurs, je pense que c'est présent depuis mes premiers livres, est toujours en train d'essayer de déchiffrer le monde. Et cette position de mes narrateurs, je pense, est très proche de ma position d'écrivain. Comme écrivain, je pense que je suis toujours en train de regarder et d'essayer de déchiffrer, de comprendre. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a toujours des signes qui sont envoyés et que c'est à moi de les découvrir, c'est à moi de les déchiffrer. Also die Frage lautete oder war nochmal nach dem Nouveau Roman gestellt, nach Autoren wie Butor oder Rob Grier, die eben ein bestimmtes literarisches Programm haben, zu dem auch gehört, keine Interpretationen vorzunehmen. Und die Frage war nun, wie passt denn dieser neurotische Protagonist eigentlich dazu, der alles als Zeichen interpretiert, der auch diesen Raub als vorsätzlich interpretiert? Und darauf hat Jean-Philippe Toussaint geantwortet, dieser Erzähler, wie auch eigentlich alle seine Erzähler, versucht die Welt zu lesen und stellt fest, dass das schwierig ist, weil die Welt fast unlesbar ist. Und seine Protagonisten, er sagt, das ist durchaus eine Charakteristik, die alle seine Protagonisten teilen, die versuchen, Zeichen zu sehen und eben zu deuten. Und deswegen sind auch seine Romane sehr visuell oder haben viele visuelle Elemente. Und diese Tendenz, alles zu entziffern, zu versuchen, alles zu verstehen, zu versuchen, die Zeichen zu deuten, das, sagt er, ist auch sehr nah an seiner Position als Schriftsteller. Also da sieht er durchaus auch Gemeinsamkeiten zwischen sich selbst und seinen typischen Erzählern. Ja, ja, une phrase de... de Kafka, qui m'a toujours fasciné, qui est en français « Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde », et en allemand qui est « Im Kampf zwischen dir und die Welt, seconde dir der Welt ». Also zitiert Kafka, das haben Sie gehört, ein Zitat, im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiert die Welt. Et c'est une phrase qui m'a toujours accompagné, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord. Je ne suis pas sûr de vouloir seconder le monde. Je cherche plutôt à serrer mon propre regard ou mes propres armes pour déchiffrer le monde. Je répète le verbe déchiffrer, essayer de, comme un code, quelque chose de caché qu'il faut percer à jour. Also dieser Satz von Kafka, der hat ihn schon lange begleitet und er hat viel darüber nachgedacht. Er weiß aber nicht, ob dieser Satz zutreffend ist. Er versucht stattdessen eher seinen Blick, seine Waffen schärfer zu stellen und doch zu versuchen, diesen Code, den die Welt bereithält, doch eines Tages zu knacken. Und das Wort dechiffrieren ist ihm in diesem Kontext besonders wichtig. Also er versucht es doch weiterhin mit dem Dechiffrieren. Dechiffrieren, das ist so einfach zu entziffern. Entziffern kann ich auch. Ce n'est pas facile. Mais ce protagoniste-là, il fait des interprétations. Il essaie de déchiffrer les signes de la réalité, mais il fait des erreurs. Et il réagit sur les erreurs, c'est-à-dire il ne réagit pas sur la facteté du monde, il réagit sur sa interprétation. Oui, alors là, on est dans le romanesque aussi.
C'est vrai que ce livre-là, contrairement à mes autres livres, est très romanesque. Il y a tout, indépendamment de la dernière partie qui est assez autobiographique, tout le reste est une vraie histoire construite un peu selon les règles habituelles du roman d'espionnage ou du roman policier. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, de construire vraiment une mécanique romanesque comme ça. Et en réalité, je me suis pris au jeu. Ça m'a intéressé de construire cette histoire avec un suspense, des interprétations, peut-être des erreurs que fait le narrateur, cherchant des pistes, ne trouvant pas, découvrant des choses. Donc un peu avec les outils habituels du roman policier ou du roman d'espionnage, ce qui pour moi était très nouveau. C'est la première fois que j'utilise ce genre d'outils dans un livre. Also die Frage lautete, der Protagonist interpretiert die ganze Zeit die Welt, dabei macht er aber Fehler und er reagiert oder er handelt nach seiner Fehlinterpretation der Welt. Und darauf hat Toussaint geantwortet, ja gut, da sind wir eben im Bereich der Fiktion, des Fiktionalen. Es ist ein Text mit einem sehr hohen fiktionalen Anteil, zwar eine wahre Geschichte, die er aber versucht hat, nach den Genre-Regeln des Spionageromans oder des Krimis zu schreiben. Und die haben eine gewisse Eigenlogik. Er hat sich eingelassen auf diese Regeln oder Werkzeuge der Gattung des Spionageromans oder des Krimis. Und das ist was für ihn, was jetzt wirklich neu ist an diesem Roman, was er in seinen früheren Romanen noch nicht gemacht hat. Also dieses Spurensuchen, entziffern, einen Schritt weitergehen. Je suis pas contre ça, mais je vois une contradiction. Parce qu'il y a une situation où il parle sur la Chine. Et il dit, en Europe, les gens qui ne connaissent pas la Chine ont fait toujours ont créé toujours des clichés, etc. Et c'est important d'avoir une perception immédiate. Et ça me rappelle un peu à la phénoménologie. De voir le monde son cliché, son interprétation, son le mur d'interprétation, mais en même temps, il y a des situations, des scènes de qui j'ai parlé et vous avez parlé. Et pour moi, c'est une perception. C'est quoi que vous cherchez ? L'interprétation comme un romancier qui crée des fictions de la réalité ou la perception qui essaie de trouver la vérité. Je dirais qu'il y a, je séparerais l'arrière-plan ou le décor où là finalement je vais chercher finalement des idées générales, donc par exemple la considération sur les relations entre l'Europe et la Chine, par exemple, pour moi ça fait partie de l'arrière-plan. Et j'essaie de faire un arrière-plan le plus précis, le plus documenté possible. Mais devant cet arrière-plan, il y a le narrateur. Et le narrateur, je ne cherche pas des généralités. Je cherche à exprimer des choses très subjectives, très personnelles, très parfois privées. Parfois, donc je ne mets pas les deux choses sur le même plan. Les réflexions que fait ce narrateur-là parfois, je dirais les réflexions générales qu'il fait, je les mets comme dans le décor, dans l'arrière-plan. Il n'empêche qu'il y a des choses dans ce roman aussi qui sont très privées et qui appartiennent à sa propre personnalité. Et donc il y a ce côté très subjectif aussi. Also die Frage war, ob es in dem Roman nicht einen gewissen Widerspruch gibt in Bezug auf das EU-China-Verhältnis. Es gibt ja viele Klischees in der Wahrnehmung von China. Und die Frage war, was suchen Sie denn eigentlich? Vermutlich ja nicht diese Klischees, sondern einen unvermittelteren, unverstellteren Blick auf
auf China und auf diese Geschichte, also in welchem Verhältnis steht das? Und darauf hat Toussaint geantwortet, er situiert das, wenn man jetzt das in Kategorien des Theaters sagen will, auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist, der Hintergrund, vor dem sich alles abspielt, und das andere ist im Vordergrund. Und der Hintergrund oder das Dekor sozusagen, das sind allgemeine Überzeugungen oder allgemeine politische Ereignisse, die das EU-China-Verhältnis betreffen. Da versucht er, möglichst exakt und möglichst genau zu sein. Aber das ist nur die Hintergrundfolie, vor der sich dann im Vordergrund eben die sehr individuelle und sehr persönliche Geschichte des Protagonisten abspielt, die eben auf keinen Fall generalisierbar oder allgemein, sondern sehr individuell und sehr privat ist. Parce que c'est presque la fin de cette soirée, je veux venir à la fin de votre roman. Et pour moi, c'était très intéressant dans le moment où le protagoniste était revenu à Bruxelles pour voir son père qui va être mort. Il fait un détour. Et ce détour-là est un voyage, c'est presque une recherche, ou non, c'est presque comme quelqu'un qui retrouve son passé. C'est-à-dire il passe tous les espaces de son enfance et il a presque le sentiment de revenir à la maison, n'est-ce pas? Die Frage bezieht sich jetzt auf das Ende des Romans, als der Protagonist nach Brüssel zurückkehrt, weil er gehört hat, dass sein Vater im Sterben liegt, beziehungsweise dann inzwischen gestorben ist. Und er geht aber nicht direkt zum Haus seiner Eltern, sondern er macht einen Umweg. Und auf diesem Umweg findet er eigentlich alle möglichen Stationen seiner eigenen Vergangenheit wieder. Die Schule, den Spielplatz und so weiter. Wie ist das einzuordnen? Je vais faire une réponse courte. Et en fait, votre question me permet en fait de découvrir quelque chose, c'est qu'on pourrait résumer le livre comme ça. C'est quelqu'un qui cherche l'avenir et qui trouve le passé. Er wird ganz kurz antworten. Wenn man den Inhalt des Romans zusammenfassen wollen würde, könnte man sagen, der Protagonist sucht die Zukunft und findet die Vergangenheit. Je crois, avec ça, on peut finir cette soirée, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai compris votre roman un peu plus. Merci. Wenn Sie mir das dann erlauben, würde ich doch noch eine kleine Passage lesen. Das war jetzt nicht bei dem Vater da. Ja, wir sind ja schon zu Ende eigentlich, Roman. Normalerweise ist es ja eigentlich ganz schön, wenn man den selber zu Ende liest. Aber deshalb springe ich jetzt nochmal zurück in den Roman rein und lese eine kleine Stelle, um eben zu zeigen, wie witzig, also Kafka ist vorhin gefallen. Und die Tücke des Objekts auch manchmal eine Rolle spielt und wie witzig der Roman eben irgendwo auch ist. Ich öffnete die Tür zu meinem Zimmer. Ich fühlte mich wie ausgebrannt. Ich holte meinen Mantel aus dem Schrank, zog den Kleiderbügel heraus, über den ich ihn gehängt hatte, und wollte den Bügel wieder an die Kleiderstange zurückhängen, aber es gelang mir nicht. Es handelte sich um einen dieser diebstahlsicheren Kleiderbügel, die keinen Haken haben, und ich bekam es nicht auf die Reihe, ihn wieder an der Kleiderstange zu befestigen. Und nachdem ich einige ungeschickte Versuche unternommen und mich vergeblich abgequält hatte, verlor ich schließlich die Geduld. Wenn ich mich bis zu diesem Moment noch nicht hatte beherrschen können, packte mich jetzt die schiere Wut gegen die Dummheit dieser diebstahlsicheren Kleiderbügel, deren obere Partie, also der eigentliche Haken, an der Kleiderstange befestigt bleibt,
während der untere Teil aus einem einfachen, stumpfen Nagel besteht, der wie ein Stummel emporragt, sich also nirgends aufhängen lässt. Wenn man ein Kleidungsstück auf einem solchen amputierten Kleiderbügel in den Schrank hängen will, muss man entweder Kontorsionist sein und seinen Mantel aufhängen, ohne den Bügel von der Kleiderstange zu nehmen, oder man nimmt den Kleiderbügel vom Haken an der Stange, hängt seinen Mantel daran und plagt sich danach damit herum, den männlichen Hakenteil am Bügel in den weiblichen Hakenteil an der Kleiderstange zu buxieren. Ich hielt immer noch den hakenlosen Kleiderbügel in der Hand und immer wütender, nach einem letzten Versuch, ihn an der Stange festzubekommen, knallte ich ihn voller Ärger auf den Boden. Um meine Wut an etwas auszulassen, riss ich alle Kleiderbügel von der Stange und schmiss eine Handvoll davon in den Abfalleimer des Bades. Ich schmiss sie in der Vertikale in den Eimer, wo sie ausgestellt stecken blieben wie ein Strauß Tulpen. Dann öffnete ich meinen Koffer, schwang mit Schwung die anderen Kleiderbügel auf meine Kleidung und schloss den Deckel wieder in der Absicht, sie mitzunehmen, wenn ich das Hotel verließ. Ja, ich würde sie stehlen. Ich würde die diebstahlsicheren Kleiderbügel stehlen und niemand sollte sich unterstehen, in diesem Hotel etwas dagegen zu haben, dem Hotel, in dem man mir meinen Computer gestohlen hatte. Ich würde ihnen die Niedertracht vor Augen führen, Kleiderbügel derart unbrauchbar zu machen, nur um sie vor Diebstahl zu bewahren, was jedoch überhaupt nichts hilft, denn ich würde die diebstahlsicheren Kleiderbügel stehlen und jedes Mal, wenn ich wieder eine ähnliche Dummheit vor die Augen bekommen würde, würde ich sie genauso stehlen und ich würde auch alle Welt bitten, es genauso zu tun. Ich würde einen Kreuzzug beginnen, über die sozialen Netzwerke einen Aufruf lancieren. Ich würde eine europäische Richtlinie in die Wege leiten, mit meinen Kindern darüber sprechen, mit Alessandro und sogar mit den Zwillingen. Im Alter von 9 Jahren hört man auf seinen Vater. Ich würde ihm genau erklären, um welchen Kleiderbügeltyp es sich handelt und ihnen sagen, dass sie jedes Mal, wenn sie einen von ihnen sehen, sie systematisch zerstören oder eben stehlen müssen. Wer nur konnte auf solch teuflische und schäbige Idee kommen, die Bügel von einem Haken zu amputieren, nur damit man sie nicht mehr stehlen kann? War das nicht darüber hinaus geradezu die Negation des Prinzips des Kleiderbügels? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen neuen Roman. Wir freuen uns ja sehr, dass du hier bist. Wir haben ihn ja doch jetzt lange begleitet, über ja fast Jahrzehnte hinweg, die verschiedenen Bücher. Und das war eigentlich ganz schön, immer zu sehen, wenn was Neues kam, wie sich das weiterentwickelt und wie das geht. Und jetzt ist ja Marie zu Ende, vorläufig zumindest, und es kommt was Neues, und also wir haben uns wahnsinnig gefreut, als wir dieses Buch gekriegt und gelesen haben, dass jetzt doch so was ganz anderes plötzlich da ist, und Herr Dussin ist bestimmt bereit, Ihnen das, wenn Sie mögen, zu signieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, die sie gekommen sind, bei all denen, die mitgeholfen haben, dass es realisiert werden konnte heute Abend. Natürlich, ich fange mal mit dir als Dame an, bei Frau Henningfeld von der Universität, dass sie uns heute mit der Übersetzung unterstützt hat, bei Norbert Jux, dass er hier die Moderation übernommen hat, und natürlich ganz besonders bei Jean-Philippe Toussaint, dass er heute Abend hier war. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre accueil. Je vous remercie tous d'être venus. Je voudrais remercier aussi ceux qui nous regardent de Berlin ou d'ailleurs. Je regrette, j'aurais dû être à Berlin au début de la semaine. À cause des conditions sanitaires, je n'ai pas pu y aller. J'espère que ce n'est que partie remise et que je retournerai à Berlin. Merci vraiment de votre accueil ce soir. Je suis vraiment... Peut-être j'ai encore une question. Encore une question ? Ouais. Bien, allons-y. Parce que je me dis... À cause de votre concept de temps dans ce roman-là, c'est possible encore de penser, de faire des réflexions sur le temps maintenant, sur les conditions de le corona, où c'est
vraiment pas possible de se projeter sur un futur? Alors, je réserve ma réponse à ma prochaine visite. Je pense que je réfléchis pour l'instant à ce que nous vivons, mais c'est encore du domaine du présent. Je réfléchis, il n'est pas exclu que cela apparaisse, transparaisse dans mes livres, mais donc je réserve ma réponse à plus tard, au futur. Also Jean-Philippe Toussaint hat sich nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedankt, dass Sie heute gekommen sind. Ein herzliches Dankeschön auch nochmal an die, die im Livestream zugucken. Besonders herzliche Grüße nach Berlin, wo er eigentlich auch hätte lesen sollen, was aufgrund von Corona nicht möglich war. Aber er verspricht vor allen Dingen in Richtung Berlin, es ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, und hoffentlich wird es nicht so lange dauern, bis er auch nach Berlin kommen kann. Und Norbert Jux hat daran noch die Frage angeschlossen, was ist eigentlich mit Corona? Wäre das kein Thema für Ihr nächstes Buch? Und da sagt Jean-Philippe Toussaint etwas geheimnisvoll, die Antwort hebe ich mir für meinen nächsten Besuch auf. Lesen Sie selbst. Vielen Dank. Wenn das ein Versprechen war, nehmen wir das an. Versprechen, c'est la promesse. Il a parlé de promesse, non? Ich sage nochmal für alle, die Ausstellung ist hier unten, nicht hier oben, und man kommt ja an Bücher nicht vorbei, wenn man das haben möchte, ja, die sollen